Erstes Real Life. Free Pokémon Schwarz 2, das gibt es noch? Ja, und ab jetzt. Ich hoffe täglich, denn ich bin, erstmal hi Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen nice Tag. Ich habe eine Menge zu erzählen. So, ich muss mir erstmal mein Team wieder anschauen. Okay, wir hatten ein paar Vanillas. Fiona, erinnere ich mich noch, haben wir in der Lichtung gefangen. Effan, unser Starter. Weedo, Brian, Maxi, hier, by the way, Weedo. Lustige Story, Grüße gehen raus an dich. Ich habe ihn auf der Gamescom getroffen. Super, super, der sympathische Dude. War sehr, sehr nice. Ja, Brian, Maxi und Lupro, unser Kecleon. Was haben wir noch in the bag? Ich weiß halt legit, 2 Wochen. Okay, genau heute, vor 2 Wochen kam der letzte Part. Genau, wir haben noch Jonas und Bianca auf der Box. Haben wir in den 4. Wochen schon gemacht gehabt? Nee, haben wir noch nicht. Steht es heute auf dem Tagesplan? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, oder? Ich meine, links... Hier haben wir den Encounter auf jeden Fall schon geholt. Und dann waren wir auf der Lichtung und dann war der Part vorbei. Ich glaube, das war das Letzte, was passiert ist. Das heißt, hier gegen die alle hier habe ich... Yo, stehen hier schon immer so viele Leute. Oh. Ich wusste nicht, dass das... Ah, es ist sogar ein Doppelkampf. Scheiße. Ups. Aber es sind... okay, ich setze Blubstrahl auf Floink ein und wir gehen raus auf Maxi. Ich weiß, es ist ein Floink. Aber es ist nur ein Floink. Deswegen sollte es okay sein. Er stirbt sogar einfach. Okay, perfekt. Und er setzt Slammer. Ja, okay, das passt. So, dann setzen wir Psyshock ein und Gigasauger. Ja, Gigasauger sollte ihn wahrscheinlich schon easy töten. So, ich habe eine Menge zu erzählen. Erstmal, ich habe, ne, dieses Video hier. Ich nehme dieses Video heute, ihr seht unten rechts die Zeit, wir haben 10.38 Uhr, ich nehme dieses Video heute auf, an dem Tag, wo es auch online kommt. Irgendwie habe ich Lust, hier mit allen zu reden. I don't know warum, vielleicht gibt mir ja sogar jemand was. Ah, die kämpfen gerade, ne? Kann das sein? Und ich habe das Video für, was haben wir heute, Mittwoch, ne? Genau, ich habe das Video für Mittwoch fertig, ich habe das Video für Donnerstag fertig, ich habe das Video für Freitag fertig, für Samstag und für Sonntag. Für die Tage habe ich alle Videos fertig. Das sind extra Videos, also was heißt extra Videos? Das sind Videos, die ja jetzt nicht Schlüssel-Challenge oder Schwarz 2 sind. Und Schlüssel-Challenge, auch ein gutes Stichwort, ist jetzt auch mal minimal, jo, der kann ja eh was, macht viel Schaden, minimal pausiert, weil ja, ich komme gerade nicht dazu zu kämpfen, okay? Ich mache gerade übel viel und ich kann meine Prioritäten gerade sehr, sehr schlecht darauf fokussieren, mich mit Schlüssel-Challenge, also mit den Kämpfen zu beschäftigen, weil es zieht halt übel viel. Ich dachte gerade auch ein bisschen Somni haben, aber das war nur die Glatze von dem einen Typen. Frisst halt übel viel Zeit, okay? Also es frisst halt wirklich viel Zeit. Und darum ist es gerade schwierig, denn wir haben heute Mittwoch, okay? Und ich bin morgen noch zu Hause, komme aber morgen nicht so extrem dazu, Stuff zu machen. Also gerade YouTube-Stuff und so weiter. Und heute komme ich noch dazu. Heute möchte ich mich wahrscheinlich sehr stark darauf konzentrieren, Schwarz 2 noch vorproduzieren. Denn am Freitag bin ich nämlich... Ich dachte, die kämpfen immer neu gegen einen. Ach nee, die will man was verkaufen. Qualot-Beeren. Ich kaufe mir die jetzt, ich will wissen, was das ist. Hat ja jeden Tag neue Bären, ne? Kann es sein? Qualot-Bären. Ist ein Pokémon, diese Beere stärkt dies eure Freundschaft, verringert aber seinen Verteidigungswert. Okay, das war ziemlich kacke. Vielleicht kann man die ja verkaufen oder so. Und du kannst... Achso. Ha! Hier willst du eine Qualot-Beere! Für 20? Scheiße. War irgendwie nicht so nice. Naja. Aber wie gesagt, ich bin ab Freitag bin ich nämlich nicht zu Hause. Und ich weiß ja noch gar nicht, wie lange ich weg bin. Ich würde mal sagen, bis Dienstag? Circa. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch ein Video für Montag und für Dienstag. Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen, was ich da bringen werde. Ich versuche es auf jeden Fall, heute erstmal Schwarz 2 bis Dienstag fertig zu machen. Ich meine, das sind, wir haben heute Mittwoch, oder? Ja, heute Mittwoch. Es sind 6 Parts. Ich hoffe, dass ich die alle fertig bekomme. Wobei, nee, nee, Moment, am Wochenende startet ja noch ein neues Format. Also ein neues Projekt auf meinem Kanal.
Spoiler, Spoiler. Und das ist richtig süß mit dem Pikachu und dem Pichu. Starte nämlich ein neues Projekt auf meinem Kanal. Und da habe ich dann auch nochmal Content. Stimmt. Das habe ich fast vergessen. Aber da war ja was. Ja, werde ich halt mal schauen. Das ist einfach Live-Orb im Mülleimer. Da dachte sich wohl jemand, oh, ein Live-Orb. Ja, den schmeißen wir mal weg. Und Flammodo, jawohl, alles klar, jawohl. Alter, holy shit. Aber ohne Witz, Live-Orb war schon Premium gerade. Ich glaube, ansonsten gibt es hier aber keine Items. Okay. Scheinbar will die Gekos kämpfen. Ja, auf jeden Fall, so ist aktuell der Plan. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, für alle Tage Pokémon Schwarz 2 fertig zu machen. Angenommen, ich... Alter! Böllert der rein. Aber der ist jetzt auf seine Kackfähigkeit runtergestuft. Das heißt, wir können jetzt Pavin ein Tafelwasser geben. Kein Boost, kein Boost, kein Boost. Perfekt. Und jetzt macht Akrobatik auch nicht mehr so viel Schaden. Okay, und angenommen, ich schaff's in der Zeit irgendwie, kann man hier irgendwie immer Dates haben oder so? Angenommen, ich schaffe es in der Zeit, nur 4 oder 5 Parts, aufzunehmen. Knarz, klack, wackel, 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 holy shit. Aufhören, alles bricht zusammen, Papi, Mami, Hilfe. Ist ein geiles Date. Auf dem Riesenrad mit einem Mädel. Hm, was denn jetzt? Schau mich nicht so an. Baka! Ja, also gut, mein Ding. Diesmal gestehe ich. Okay. Warte, was? Diesmal gestehe ich meine Niederlage ein. Am nächsten Mal verliere ich auf keinen Fall. Stelle ich schon mal drauf ein, okay. Ja, ich gehe meine Pokémon heilen und dann gehen wir in die Arena. Ich habe keine Ahnung, wie wir vom Level. Nee, ich möchte, glaube ich, lieber nachschauen. Camilla. Pokémon. Die hat Level 30 Pokémon. Ja, das heißt, die sind Level 36. Sollte okay sein. Wir sind jetzt Level 30 bis 31. Wir haben 3 Pokémon, die hat... wir haben 6 Pokémon, die hat nur 3 Pokémon. Ich sehe gerade, 2 ihrer Pokémon haben eine Zitrobeere. Okay. Okay. Das ist interessant. Ja, was geht denn mit dem ab? Hast du irgendwas für mich? Nee. Ja, auf jeden Fall, damit ihr, ne, Bescheid wisst, das wollte ich auf jeden Fall euch gesagt haben. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich euch sagen wollte. Und wir gehen in die Arena. Willkommen in der Arena von Rayona City. Trainer und ihre Pokémon präsentieren uns nun eine spektakuläre Mischung. Oh yeah. Aus Pokémon-Kämpfen und einer Mondschau. Alles klar, es geht. Pokémon sind noch nicht voll entwickelt, das ist auch noch ganz gut. Das heißt, auch da muss ich mir erstmal keine Gedanken machen. Ja, jetzt habe ich keinen Step mehr auf Dings. Also ich... Oh Gott. Mach doch jetzt nicht diesen. Ah, der John. Es tut mir leid, Mann. Guck mich nicht so an. Du weißt doch, ich wollte dich wirklich entwickeln, aber... Okay, wir haben noch 2 Highlight-Items. Ich wollte dich wirklich entwickeln, okay? Ich kann doch auch nichts dafür. Das war doch nicht meine Absicht. Und zack. Alright. War schon Level 32? Ja, ne? Okay, dann können wir weitergehen. Da vorne ist dann wieder... Das ist schon cool gemacht, ne? Außer, dass jeder einzelne Trainer von denen gleich aussieht. Natürlich ist hier in diesem Saal sind da 50 Leute mit grünen Haaren, 50 Mädels mit blonden Haaren und 50 Mädels mit braunen Haaren. Ansonsten gibt's hier nichts. Oh yeah. Ob du wohl als modischer Trainer durchgehst, ich lasse mich überraschen. Alright. Was haben wir hier? Psyana. Sollte okay sein. Denke ich. Ich habe immer einen Schlitzer rein. Okay, sehr ist kritisch. Alter. Dem habe ich aber einen ordentlichen Crit reingeböllert. Und das haben wir jetzt. Vylord. Okay, ich hau mal ein. Oh, nee, bitte sag mir. Moment, Moment, Moment. Okay, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, kommt der sehr jetzt, aber alles gut, alles gut, alles gut. Fuck. Was mache ich dagegen? Okay, ich hau mal eine Kumo-Milch raus. Und da geht viel. Okay, Intensität 5, perfekt. Wenn jetzt Sea kommt, ja. Und er kommt auch. Alter. So, dann gönnen wir uns jetzt noch ein Tafelwasser. Highlight Nummer 2. Intensität 7.
Ist aber schon viel Schaden, ne? Was schicke ich denn? Boah, ich habe voll die Bodenschwäche, ne? Ich gehe mal an Maxi raus. Maxi sollte, denke ich, passen. Schlammern wir ja easy. Und dann können wir für Gigasauger gehen. Da kann er auch gerne für Amnesie gehen. Ich glaube, das wird ihn nicht davor schützen, von mir fertig gemacht zu werden. Wir können auch hier nochmal für Dings gehen, für Psyshock. Weil es geht ja auf seine physische Verteidigung. Damit haben wir den auch easy besiegt. Mann, ich freue mich, dass ich wieder Schwarz 2 aufnehmen kann, tatsächlich. Also, was heißt kann? Irgendwie, ja, doch, eigentlich kann. Letzte Zeit habe ich es halt von der Zeit her einfach nicht geschafft, Pokémon Schwarz 2 aufzunehmen. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich dann am Dienstag wieder da bin, ist der gute Purple Age nochmal 2-3 Tage bei mir, wo wir auch nochmal ordentlich Content produzieren wollen. Gestern kam ja eine Folge Purple Race online, das ist ja so unser neues Format quasi. Und das gleiche wird es heute Abend, kommt davon noch ein weiterer Part, aber dieses Mal wird er mir Smash, kann ich ja schauen, wer die Arena schon geschafft hat? Ich habe mir gar nicht das Tafelwasser geholt, ne? Doch, schauen wir schon. Diesmal wird er mir bei Smash helfen. Und mir unter die Arme greifen quasi. Und ja, da wollen wir noch ein bisschen was machen. Schauen. Alter, schon wieder ein Wälzer. Geh mir doch weg mit dem Ding. Wollen wir schauen, was da halt so geht. Worauf wir halt Bock haben und so. Und ja, das auf jeden Fall. Haben wir Blendpuder auf Maxi? Kann es sein? Intensität hat doch eine 100er Genauigkeit, oder? Oder bin ich doof? Kreideschreiber, Flupro, nee, brauche ich nicht. Und eine Zurokex. Ist der schon Typ und nicht? Ich glaube schon, ne? Ich gehe auf jeden Fall mal raus in Effern. Und ab dann, Leute, ne? Ab dann. Okay, schauen wir mal, ob der schon und nicht ist. Ja, ist er. Kommt das neue Xenoblade Chronicles 2 DLC raus und Leute, Alter, ihr wisst. Okay. Und ab dann. Ich weiß nicht, wie sehr Pokémon, also beziehungsweise YouTube allgemein darunter leidet. Ich hoffe nicht zu sehr. Aber ich bin in der Zeit trotzdem nicht untätig. Denn ich werde wahrscheinlich. Also, wann kommt Xenoblade raus? Ich glaube, am 14. Am 14. September. Und da werde ich wahrscheinlich, okay, das ist jetzt kein Witz, einen 24-Stunden-Stream rausböllern. Also zumindest, ich kündige es nicht als einen 24-Stunden-Stream an, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe. Je nachdem, wie 24-Stunden-Streams, darauf muss man sich, aber die Musik ist sick. Darauf muss man sich schon so ein bisschen mental vorbereiten. Ab und zu funktionieren die auch so, aber auf jeden Fall streame ich einfach so lange, ich halt eben kann. Ja, zu dem Zeitpunkt. Aber, ja, und dann schaue ich halt, wie lange der halt geht. Ist halt so ein Open-End-Stream einfach. Aber okay, dazu gleich mehr. Willkommen hier auf der Bühne. Jetzt heißt es also, meine geliebten Pokémon gegen die deinen. Gleich werden wir sehen, welches Team die bessere Vorstellung abliefert. Gegen Alex. Hat sich sehr verändert, ihr Aussehen in Schwarz-Weiß 2. Okay, Azumarill. Ja, nice, dass wir da mit Weedle leaden. Ist auf jeden Fall sehr angenehm, würde ich mal meinen. Und damit können wir uns direkt den ersten killen. Aber wir sehen auch schon direkt Level 34. Scheinbar hatte ihr Azumarill gerade, ne, das was gerade draußen war, auch schon eine Citrobeere. Das heißt, oh, das ist hier stärkstes Pokémon. Gehen wir nochmal direkt für Donnerschlag. Weil wir sind schneller und Flampion sollte mich jetzt, glaube ich, nicht killen können. Da aktiviert sich die erste Citrobeere, beziehungsweise, ne, das eine zum Beispiel eben hat auch eine Flammblitz. Ui. Ist aber nur ein Flampion, oder? Was? 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 Moment! Halt dein Maul! Flampion. Was hat das für einen Angriff? 90. Aber, yo, das ist schon krass. Lass ich raten, der lernt Flammblitz auf 36, nee, auf 33 erlernt der Flammblitz. I'm sorry, es tut mir leid. Ich hätte wahrscheinlich im Payment rausgehen sollen. Fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich komplett von 100 auf 0 runterböllert.
Das hätte ich echt nicht gedacht. Und da kommt der Hypertrank. Ich wäre sogar schneller gewesen mit Pelvin. Fuck. Volbeat. Okay. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Fuck. Ah, Mann, Weedo war so sick. Oh, Schweifpflanz. Eben noch, ne? Erzählt, wie nice war, Weedo zu treffen. Oh, jetzt ist er auf plus 6, okay. Wir sollten eigentlich keine krasse Attacke können. Blut ist ein Tod. Kriegen auch einen Burn. Schutzschild, ja, okay, ist mir egal. Ampelleuchte, der ist auf plus 6. Ja, aber ist ja klar. Oh, ich wollte gerade sagen, außer er verwirrt mich. Aber er stirbt am Burn. Ich setze einen Supertrank ein. Sollte okay sein. Ja, auch ein Crit hat uns nicht gekillt. Und damit haben wir den vierten Orden. Wisst ihr, es war nur ein Flampion. Also, beziehungsweise, was ich damit sagen will, ist, ich kann von Glück reden. Oh, Überkopfwurf. Von Glück sagen. Guck mal, das sind jetzt wir. Richtig cool. Ist schon nice gemacht. Von Glück sagen, dass es nur ein Flampion war, welches sich danach wenigstens easy bezwingen konnte. Versteht ihr, was ich meine? Oh, Weedo hätte Überkopfwurf verlernt. Ach, Mann. Aber ja, wir haben den vierten Orden. Warte, begleite uns bitte. Razor, wie cool, Gänsehaut, bravo. Razor, weiter so, du bist so cool. Du willst doch ein leuchtendes Beispiel für alle Trainer abgeben, nicht wahr? Dann sollte es dir auch nicht schwerfallen, alle Arena-Orden zu bekommen und es bis zur Pokémon-Liga zu schaffen. So werden du und deine Pokémon sogar noch heller strahlen. Ich hätte auch selber rausgefunden, aber danke. Ah, okay. Ja. Fuck. Fängt ja wieder gut an, ne? Und damit verlieren wir leider den guten Weedo. Tut mir leid. Wir nehmen den Magnet von dir runter. Ups. Und damit haben wir ein weiteres Pokémon auf der Todesbox. Es fängt schon wieder langsam so an wie in Pokémon Schwarz. Also, es ist nur eine Randomizer-Nuzlocke. Aber die ist schwer. Okay. Kann ich Jonas mitnehmen? Ja, ich denke, ich werde Jonas mitnehmen. Werde ich dann bis zum nächsten Part trainieren, damit der Anklang findet an die Level der Pokémon. Ihr habt mir gesagt, wie ich das Pokémon bekomme von den Medaillen. Ich glaube, das habe ich noch nicht angesprochen. Und zwar müssen wir uns zuerst hier die ganzen Medaillen abholen. Ich mache das mal eben. Aber ich werde mir trotzdem erst das Pokémon abholen, wenn ich Fliegen habe. Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Und dann werde ich mir das Pokémon Rayono City, ich glaube, es hieß hier Rayono City, abholen. Und ja, gut. Damit haben wir die Medaillen auch. Und ansonsten haben wir hier rechts oben gegen alle gekämpft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es irgendwie voll nicht mehr in Erinnerung. Habe ich gegen euch zwei gekämpft? Nö, habe ich tatsächlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch irgendwie was Cooles gibt. Also ich kann mich gar nicht mehr an die Trainerklasse erinnern. Oh lol, Schafax und Strepoli, das ist eine ziemlich coole Team-Konstellation mit zwei Pokémon, die sich noch entwickeln können. Es gibt nicht viele Pokémon mit Drittentwicklung. Und dann ausgerechnet zwei von denen, die Zweitentwicklung denen zu geben, das könnte schon fast so, ne, wie so ein reales Trainerpärchen sein. Macht aber gerade die Situation nicht weniger schlimm, wenn ich das mal so sagen darf. Ich gehe mal mit Doppelkick auf Strepoli und wechsel raus in Brian. Ich weiß, Brian wird auch sehr effektiv von den Kampfattacken getroffen, aber der ist halt so ein Biest. Den machen die Kampfattacken von Strepoli auch nichts aus. Hier, Schlitzer, zack. Nothing. Weckruf, zack. Nothing. Und beide kriegen halt auch noch Ballnehmschaden. Das ist halt übel gut. Ich gehe mal einmal für Fluch. Der Doppelkick killt auf jeden Fall Strepoli. Und da kommt die Drachenklaue. Und die Credit! Aua! Alter, das war gerade schon nicht wenig Damage. Wir gönnen uns hier eine Kumamilch und hauen einmal ein Katapult auf Schafax. Alter, böllert der mir einfach einen Crit rein. Und der macht nicht wenig Schaden. Okay, Katapult macht ein wenig was und wir können Doppelkick und Katapult und das sollte ihn auf jeden Fall killen. Also er kann uns unmöglich auch, selbst wenn er uns nochmal gecredit hätte. Ja, Doppelkick killt.
hätte er uns hier besiegen können. Okay. War ja zum Glück gar nicht irgendwie gefährlich oder so, ne? Dann haben wir gegen die ja wahrscheinlich auch noch nicht gekämpft. Ach, wir können... ich wollte gerade sagen, wir können nicht nach rechts gehen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, jetzt scheißen wir mal auf die eine Trainerin da. Und ich denke, das sollte es für den Part gewesen sein. Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall sehr, 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 sehr gerne eine positive Bewertung da. Ja, war mal wieder ein zicker Einstieg, ne? Ich werde jetzt den Part hier schneiden, hochladen, damit der um 14 Uhr online kommt. Wir haben jetzt 11 Uhr. Also in 3 Stunden kommt der online. Sollte, denke ich, passen. Und dann werde ich ein bisschen vorproduzieren über die Tage. Ihr werdet ja dann sehen, wie viel ich geschafft habe. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.